Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft Staffel 6. Wir haben in der letzten Folge hier ein bisschen was aufgebaut. Ich habe hier schon ein bisschen weitergebaut, also nicht wundern, der Computer, der hat damit nichts zu tun. Das waren reine Testzwecke. Was ja eh nicht funktioniert hat. Scheiß Fackel hier nervt. So, hier hin. Eins weiter hinten. Wir haben aufgebaut diese Gaslight Engine. Die kriegt als Fuel hier dieses Ethanol. Das habe ich ja glaube gezeigt, wenn man das hier rein tut. Sieht man hier mehr Minuten, was die läuft. Hier sieht man 27 Minuten läuft die. Dann habe ich hier unten noch einen Engine Controller gebaut. Der ist nicht so schwer, einfach ein Circuit Board, HSLA Stahl, Electrum oder Gold. Damit kann man die Engine abschalten. Man kann sie so standardmäßig nicht abschalten, aber wenn man hier abschaltet, schaltet man auch zugleich die Engine ab. Na, dann haben wir hier die CVT-Unit gebaut und hier habe ich jetzt alles Belt reingetan und hier oben eingestellt, wenn Restosignal ist, schaltet er auf 16-fach Geschwindigkeit, wenn kein Restosignal ist, 16-fach auf Bauerstärke halt. Drehung. Da schaltet er oben einmal auf Geschwindigkeit und einmal auf Kraft. Einfach die Übersetzung wird anders. Und hier haben wir ja Lubricant reingetan. So, mit dem Schalter kann ich das umschalten. Hier sieht man, es läuft langsam. Läuft schnell. Läuft langsam. Das habe ich, diesen B-Well habe ich gebaut. Und hier oben haben wir unseren Extraktor. Und hier sieht man schon ein bisschen was. Man sieht hier von der Bauer, wir haben jetzt hier off den Schalter. Also sind wir jetzt bei Kraft langsam. Und hier sieht man, Bauer haben wir in alle vier Stufen. Das sind vier Stufen. 1, 2, 3, 4. Jede Stufe braucht unterschiedliche Werte, die kann man hier sehen. Stufe 1, 2, 3, 4 haben wir die Watt, die sind egal, die hat man eh immer. Schlimm ist nur hier diese Torge, da brauchen wir 512 Newton, 256 Newton, okay, geht auch, aber Speed brauchen wir dann ganz schnell, bei Stufe 3 ist ganz schnell. Deswegen muss man da immer umschalten. Hier sieht man, Bauer haben in allen Stufen. Speed reicht es nur für die erste und für die letzte Stufe momentan. Und Kraft reicht auch bei allen vier. Wenn ich das umschalten würde, wäre jetzt Speed, also Bauer bleibt immer. Speed für alle vier, aber die Kraft reicht nicht für die Stufe 1 Nummer und Stufe 4. Das heißt, es laufen jetzt nur immer die, was grün sind. Also nur die zwei laufen momentan, die anderen nicht. Das ist irgendwie schade, weil man eigentlich theoretisch auch viel Zeitverlust, weil das geht eh langsam, aber okay. Ja, was bringt das Ganze jetzt? Ich kann es ja mal demonstrieren. Wir schmeißen hier mal alles raus, damit ihr das seht. Und wir schmeißen mal 5 Eisen rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausgeht in den 15 Minuten, die ich jetzt erst starte. Auf alle Fälle 5 Eisen. Auf Krafthammer Stufe 1 fängt jetzt an, wie man sieht. Also es wird jetzt Stufe 1 und Stufe 4 würde arbeiten. Mehr nicht. Jetzt lassen wir das mal durchlaufen nebenbei. Ich pack das mal alles hier in die Kiste. Was muss ich später dann wieder rein tun, dass das weiterverarbeitet. Denn ja, man sieht hier schön. Und man sieht hier, man bekommt eine 50%ige Chance. Das heißt, 50%ige Chance, dass hier zwei rauskommen. Hier nochmal die 50%ige Chance, dass zwei kommen. Hier und hier. Ergibt, wenn alle 50%igen Chancen sind, dass wir 5, 5,06 eigentlich. Aber das geht da nicht. Also 5 Flex von einem Erz rauskriegen. Und ein Flex ist gleich ein Ingot. Also 5 Ingot aus ein Ohr. Das ist schon enorm. Kann man, ich glaube, mit Factorization oder so auch zusammenbekommen. Aber hier, ja, gefällt es mir gut. Dann hat es vielleicht den einen oder anderen gemerkt, hier schaut es ein bisschen anders aus, denn es ist wieder das Übliche passiert, es ist wieder alles in die Luft geflogen. Ich habe diese Industrial Coil, die andere, das ist jetzt schon die erweiterte, habe ich jetzt gebaut, die alte, anvergessen. Die habe ich anvergessen, die wurde überladen und ist dann explodiert. Dadurch jetzt ist auch ein Keller entstanden, weil hier war ein riesen Krater, den habe ich ein bisschen zugemacht. Warum ist hier eigentlich Erde, die gehört weg, wir hatten die platziert. Ich nicht. Hier haben wir zwei Wasserressort.
Die kann man auch ganz einfach bauen, Cobblestone mit Glas und Wassereimer. Das ist ganz einfach, so wie ein Aqueous Accumulator. Links und rechts Wasser, funktioniert. Hier einer und hier einer, dass wir ja nicht zu wenig Wasser haben, weil hier werden ja die Steam Engines angetrieben. Und hier weiter geht es ja dann zu unserem Fermenter, wo wir das Fuel für die Gasoline Engine herstellen. Und hier brauchen wir ja auch Wasser. So, hier haben wir schlechte Ausbeute, wie ich sehe. Wir haben 5 reingetan, haben nur 5 rausbekommen. Ah, es ist gar nicht so gut. Aber mal gucken, was da noch kommt. So, die ganzen Computer, was ich hier rumstehen habe, da dürft ihr euch nicht wundern. Ich versuche hier mit einem Programm da auszulesen, ob hier beziehungsweise wie viele Items drin sind. Das funktioniert soweit, aber wenn jetzt kein Item drin ist und das jetzt nochmal starte, zeigt er mir einen Fehler. Das heißt, er kann es nur auslesen, sofern ein Item drin ist. So, Stufe 1 ist fertig. Jetzt haben wir die Stufe, das heißt, wir müssen umschalten auf Geschwindigkeit. Dafür arbeitet er die und die Stufe. Immer bedenken, wir haben 5 reingetan. Mal gucken, ob das jetzt was wird oder nicht. So, weil ich habe früher 10 Gold reingetan mal und habe 51 rausbekommen. Also ein guter Schnitt. Hier habe ich eh schon gezeigt, meine Fabrik, glaube ich. Ja. Das habe ich alles gezeigt. Dieser Stein hier ist irgendwie komisch. Ja, was werden wir als nächster bauen? Wir werden als nächster bauen. Oder ich offline dann wahrscheinlich. Wir brauchen dann leider IC-Geräte. Habe eigentlich gar keine Lust drauf, aber ich muss es machen. Und ich habe Gürtel absichtlich drin gelassen, auch wenn ich ihn ja jetzt eigentlich in Let's Play nicht haben wollte, aber damit ich dann ein bisschen mit anderen Maschinen baue. Nur ich bräuchte von den Bäumen die Leaves. Und ich weiß nicht, wie ich die bekomme, außer mit den Harvester, weil der baut auch Leaves ab. Der. Für den Harvester brauche ich hier oben Plastic Sheet und die Plastic Sheet kann ich nur in Alloy Smelter oder Extruder machen und nichts anderes. Und das sind IC-Geräte. Sonst würde ich das ja vermeiden, aber okay. 32 Uhr und 128 Uhr. Das nervt mich ein bisschen, aber mal schauen. Alloy Smelter. Was der, den brauchen wir. Ja, der kostet, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Converted Bell, Electric Furnace, Inver. Ja, Wiremüll brauchen wir. Krummnockel. Ach, nee. Dann mal gucken, wie wir das herstellen. Das ist ja wieder so eine Sache gewesen. Da war irgendwas mit den hier, glaube ich. Genau, Kupfer und Nickel zusammen, da gibt es 6 solche. Das dann schmelzen und das wiederum, also das können wir Platten machen. Wir müssen das aber in die Wiremill hauen. Vom Electric Furnace Automatic. High Pressure Steam. Ja, okay, das geht, das ist nur jede Menge Eisen. Converted, da brauchen wir Aluminiumplatten, das geht auch noch. Und das andere war Inver, oder ja, Inver geht auch noch. Wo war denn Inver jetzt herzustellen? Ist das falsche? Da brauche ich Inver Dust. Ich brauche Inver Dust. Na okay, egal. Auf alle Fälle ist das nicht so schwer, aber es ist ihr viel Arbeit zum Craften, deswegen will ich das jetzt nicht machen, sondern offline. So, jetzt schalten wir wieder um. Wir sehen, wir haben 5 reingeschmissen, haben 14 rausgekommen, also wir kriegen schon mal mehr raus, als wie wenn wir nur durch, naja, durch den Industrial Coil, also durch den Grinder hier, oder Quascher, kriegen wir 3 raus. Jetzt haben wir 14, also vielleicht haben wir noch eine Chance, dass wir hier noch mehr rauskriegen. Mal gucken. Das war ziemlich ein schlechter Schnitt. Normal ist da immer mehr rausgekommen. Aber okay, es kann nicht immer perfekt sein. So, wir haben jetzt Stufe 1. Haben wir hier irgendwas noch? Haben wir noch was rein, damit die Stufe nicht sinnlos läuft?
Was tun wir noch rein? Was brauchen wir noch? Eventuell Lied habe ich, ich glaube noch nicht. Das hüpfe ich genau ins Feuer rein. Ja, klar. Naja, muss ich damit leben. Werde ich aufhören zu brennen oder nicht? Oh, das wäre eh nicht mehr ausgegangen. Mal habe ich ja immer einen Eimer bei mir. Aber ich habe es knapp überlebt. Yeah! Spitze! So, wenn ich hier wieder jetzt dann resette, schreibt er mir wieder, was es ist. Es ist Ohrlied. Dann Damage ist 0. Maximal können 64 in den Slot und 16 Stück sind drin. 15 jetzt nur noch. Ich nochmal reloade. 15. Da hat er ein schönes Programm, aber leider, sobald der Slot leer ist, bricht das Programm ab. Vielleicht habt ihr da Ideen. So. Genau wegen den Leaves habe ich gesagt. Was brauchen wir noch? Deswegen habe ich hier schon ein paar Bäume gepflanzt. Eigentlich nicht die, die wollte ich. Da habe ich extra ein paar Bäume gepflanzt noch, damit ich die Leaves runterschneiden kann. Eine Axt, den Baumfällner. So. Ein schönes Grab von Murdoch. So, zack. Ah, jetzt ist meine. Ah, blöd, die ist weg. Na egal, jetzt setzen wir hier zwei neue Bäume mal. Dann hier rein müssen Leaves. Und anschalten. Und da bekommen wir wieder Fuel raus. Beziehungsweise zuerst kriege ich Sludge raus. Das Sludge muss nochmal brennen und dann bekomme ich Fuel. So, die läuft noch 16 Minuten, das passt. Der arbeitet hier durch. Jetzt sieht man schon, wir haben jetzt 18 raus. Aus 14 haben wir mittlerweile 18 gemacht. Wie viel haben wir Lied reingetan? 16, oder? Haben wir auch schon 3 plus bekommen. So schlecht läuft das gar nicht. So, machen wir zuerst das weg noch. So. Die 26 haben wir da in den Ofen. Muss ich mal kurz was. Remote. Nein, das wollte ich nicht. IO-Block, den wollte ich haben. Aber ich weiß nicht, wie weit der reicht. Also echt gut zu wissen, ob das so klappt. Oder nehmen wir das anders. Wir bauen uns solche Pferdebänder hier. Solche. Die kosten nur Rubber. Ja, das machen wir mal so. Einmal ganz auf eine neue Art. Die hier und dann brauche ich noch meine Factory Loaded. Da gibt es auch noch zusätzliche Blöcke, die ich brauche. Die Frage ist nur, welche sind das? Weil die Texturen sind jetzt anders, deswegen weiß ich das gerade nicht. Dem Router, Laser. Gute Frage. Weil ich glaube nicht, dass ich mit denen direkt aus der Kiste rausziehen kann, oder? Oder geht das mittlerweile? Ich weiß das gar nicht mehr. Es ist schon ewig lange her, wo ich mit denen gearbeitet habe. Achso, die stehen jetzt verkehrt. Na komm. Ja, wirst du. Nee, damit kann man sich nur aufhalten, also. Nee, das geht. Da gibt es noch einen eigenen Block dafür. Ich weiß noch nicht mehr, wie der hieß. Beziehungsweise wie er ausschaut. Ich weiß noch die alten Texturen, aber die hier nicht. Item Collector, da, das ist der zum Rein. Und Item Drop oder sowas, glaube ich, ist für raus. Ejector, das könnte auch sein. Ja, Ejector, hört sich gut an. Wo war der jetzt da? Mal gucken, was wir davon haben. Gar nichts.
Ein Whopper. Deswegen sagt er das auch schon so. Sowas. Ah, okay, den kann man nicht bauen, weil Plastiksheet fehlt. Doof, doof, doof. Jetzt sind wir wieder beim alten Thema, beim Blöden. Na gut, dann müssen wir das aufwarten, weil eigentlich wollte ich aus der Kiste rausziehen lassen. So. Ich weiß, wie ich es machen könnte, aber... Jetzt muss ich mal testen, ob das geht. Bauen uns mal einen kleinen Dörtel hier, so. Den bauen wir uns einfach mal irgendwo hin. Hier ein Förderband, nochmal als Testzwecke. Dattel oben drauf. Das haben wir hier. Lua. Turtle. Wop. Ah, das klappt. Das heißt, wir können den Dattel sagen, er soll aus der Kiste rausziehen und woppen einfach. Und das sind so Förderbänder. Wenn ihr ein Item raufhaut, dann befördert das. Kann man dann so noch um die Kurve. Und wenn ihr dann raufhaut, zack, wandert das so schön entlang. Und das wollte ich verwenden. Aber das machen wir dann nächste Folge. Ich werde alle vorbereiten. Auch den Dörtel schon programmieren. Dann sparen wir uns hier mal diese Plastiksheet, wobei wir die trotzdem brauchen werden, aber egal. Andererseits, es gibt ja auch sicher ein Dörtel mit einer Schere. Kann ja der Dörtel für mich die Bäume scheren? Na, mal gucken. Was wie war das? Quit, glaube ich, oder Exit? Quit. Nicht. Dann. Achso, oben steht die Exit. Label Set. Label, nicht Label. Label Set. Was haben wir dazu? Tja, was wird denn das? Mach mal Item Drop. Fertig. Okay. Du wirst dann die Items droppen. Unser Freund hier. So, hier haben wir jetzt mittlerweile schon 931 Megajoule drin. Da habe ich ja die erweiterte gebaut. Da ich ja wieder neu bauen musste, da habe ich dann die gebaut. Wir haben ja Bedrock Breaker gehabt. Da habe ich ja einiges an Bedrock Dust zusammenbekommen. War ich dann unten. Hab unten relativ viel Bedrock gemacht. Diamanten habe ich dann auch noch gefarmt. Müssten wir, ich glaube, noch ein paar haben. Viele haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, 4 Stück, okay. Wird dann auch noch mal farmen gehen. Da habe ich extra die erweiterte gemacht, die schafft. So. 240 Terajoule, also, ja, schon um einiges. Jetzt haben wir bald ein Terajoule, also 1000 Megajoule ist ein Terajoule. Naja, eigentlich Giga, ne? Eigentlich ist es ein Giga. Mal gucken, was daraus wird. Gut, viel habe ich nicht gebaut in der Folge, aber einiges gezeigt habe ich euch. Dann würde ich sagen, ich bereite alles vor und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like, Abo da und macht's gut. Ciao.